So, weiter geht's mit Zelda und yay, die nächsten 2 Stunden ungefähr heißt es Zora-Quest. Wuhu. Weil vorher lohnt sich das Erkunden hier, glaube ich, nicht so wirklich. Also, ich hätte es machen können, aber irgendwie, ich glaube, es ist besser, wenn die ganzen komischen Dreck-Schlammpools überall auf der Map weg sind. Hoffe ich zumindest, dass das Ganze so funktioniert. Sonst habe ich ein Problem. Oh, da ist ein Krabberich. Hallo, Mr. Krabs. Hallo. Bleib mal stehen da so. Hab dich. Gut, wieso ist die Auswahlkrabbe eigentlich blau? Ich meine, grüne Krabben habe ich noch nie gesehen, aber prinzipiell. Okay, die Musik hier ist irgendwie interessant. Wenn das Dorf noch unsolved quasi ist. Also deren Problem. Kann ich nicht einfach. Für was habe ich diese Scheißfähigkeit bekommen, wenn ich eh nirgendwo hoch darf? Mal ganz im Ernst. Diese Begrenzung ist dumm und beknackt. Okay, die Musik ist echt deprimierend irgendwie. Aber sowas von deprimierend. Achso, stimmt, hier war ja überall Wasser. Das ist zumindest noch einigermaßen sauber. Einigermaßen halt. Wie kommt hier eine Krabbe hin? Andere Frage. Die Capture einigermaßen flüssig. Ich habe nämlich noch wieder was geändert seit gestern. Ich habe meine Monitor Refresh Rate auf 165 Hertz gestellt. Weil gefühlt gestern Abend bei Genshin noch kurz beim Testen 165, 165 nochmal flüssiger war als 144 und 44. Ich meine, ich habe die meisten Games eh auf 120 dann, aber prinzipiell. Ich meine, es gibt auch einen grünen Zora. Warum gibt es dann keinen grünen Ausdauerkrabben hier? Ist mal wirklich. Eieiei. Hi Leute. Wer zum Fick bist du und warum siehst du aus, als ob du adelig bist? Und wie, du siehst interessant aus. Sprechen. Ifumi, es tut mir so leid. Alle Opfer sind nun behandelt. Doch dabei haben wir alle unsere Wasserfrüchte aufgebraucht. Vielen ging es schlimmer, als wir erwartet hatten. Ich bin wirklich untröstlich. Entschuldigt euch nicht. Ihr habt das Richtige getan. Das Wohlbefinden der Dorfbewohner ist das Allerwichtigste. Wenn wir nur noch die Statue irgendwie säubern könnten. Wow, okay. Der soll ein Problem. Die ist weiblich. Oh mein Gott. Die rechts sieht deutlich hübscher aus als du links, aber egal. Nanu, bist du zu Besuch im Dorf? Verzeih, dass wir dich nicht gegrüßt haben. Wir waren ganz ins Gespräch vertieft. Das Dorf der Zoras leidet derzeit nämlich unvorstellbar aufgrund des Schlamms, der sich vom Himmel auf uns ergießt. Fürs Erste konnten wir die Lage in den Griff bekommen, doch das Dorf ist nach wie vor furchtbar verschmutzt. Ah, so wie diese wundervolle Statue. Mifa, oh no. Ach, und dabei ist sie den Dorfwohnern doch so lieb und teuer. Wir suchen gerade floßringend nach einer Möglichkeit, den Schlamm vorzuspülen. Leider können wir dir derzeit nicht die gebührende Gastlichkeit entgegenbringen. Du bist herzlich bei uns willkommen. Bedeckt von Schlamm. Okay. 172 sollte reichen. Warte, das ist nicht die Mifa-Statue. Warte mal, warte mal. Das ist Sidon. Und Sidon hat irgendeine kleine Zora-Dame auf dem Rücken. Hat er eine Tochter? Ist die grüne Tante hier seine Frau? Maybe. Und Hauptsache, er nimmt die Statue seiner Schwester hier weg und stellt sie selber hier ins Dorf. Wow. Gut, ihre Statue ist da oben am Mifa-Gedenkmal irgendwie, aber trotzdem. Mal abgesehen. Wieso sieht dein Körperbau aus, als ob du einen Umhang trägst? Das ist irgendwie merkwürdig. Aber okay. Der Schlamm. Ich krieg ihren Namen übrigens gar nicht, sehe ich gerade. Du warst es, der die Statue vom Schlamm befreit hat, nicht wahr? Der Statue ist für das Dorf der Zoras das Symbol einer neuen Hoffnung. Danke, dass du bei uns seiner Säuberung so fleißig mitgeholfen hast. Diese Statue, musst du wissen. Hier stellt zwei heldenhafte Seelen dar, die das Dorf einst aus höchster Not retteten. Ach so, das bin ich. Oh.
Okay. So zum Thema Sidons Tochter und Sidons Frau und so weiter. Okay. Jetzt erkenne ich es auch, vorangezoomt. Okay. Ach, mit dem Zora-Equipment quasi. Ganz recht, Sidon, Prinz der Zoras und Ritter Link, den unbeugsamen hylianischen Schwertkämpfer. Ich stehe vor euch. Was für ein großartiger Kämpfer. Ich würde ihn nur zu gern eines Tages einmal treffen. Hi. Aber ich muss schon sagen, du hast gerade so denselben Körper wie die Statue und die Augen ähneln sich auch. Und Juliana bist du ebenfalls. Ein Schwertkämpfer. Nein, unmöglich. Völlig ausgeschlossen. Bist du etwa. Hi. Diesmal habe ich keine Amnesie. Du bist tatsächlich der Link? Vergiss nicht deine Manieren, Hifumi. Huch, verzeihen. Wollte nicht so über dich herfallen. Ja, bitte verzeih uns. Was für eine Überraschung, dass du Link bist, der viel besungene Schwertkämpfer. Ich habe seit meiner Ankunft hier im Dorf fast jeden Tag Geschichten über dich gehört. Ja, das erklärt, warum du vorher nicht da warst. Du warst auf Reisen angeblich. Außerhalb von Hyrule. Ich bin Prinz Sidons Verlobte. Anscheinend seid ihr ja gute Freunde. Ah, okay, gut. Ist deine Verlobte. Fairerweise, die drumherum um sie herum sehen irgendwie doch besser aus. Mehr oder weniger, aber okay. Sie ist was Besonderes, weil sie grün ist. Ich heiße Jona. Freut mich sehr. Es ist eine Ehre, dich kennenzulernen, lieber Link. Jona, Zora, Prinzessin aus der Ferne. Alle sagten, du seist zusammen mit Prinzessin Zelda verschollen. Darf ich fragen, was dich hierher verschlägt? Das ist etwas Furchtbares und das gleich unter Schloss Hyrule. Und nun reist du umher, um die Sache zu ergründen? Ihr seid also hier ins Dorf gekommen, weil ihr vermutet, Prinzessin Zelda könnte sich hier befinden? Schaut euch bitte überall um. Egal wo das ganze Dorf. Egal wo. Das ganze Dorf steht hier offen. Oh, da kommt mir eine Idee. Du sollst mit Prinz Sidon sprechen. Wieso ist er nicht immer noch Prinz? Er wird völlig außer Rand und Band geraten, wenn er dich wieder sieht. Da bin ich mir ganz sicher. Er ist so ein kleiner Fanboy. Prinz Sidon hält sich im Moment an Mifa Stätte auf der Spitze des Donnerhorns auf. Und den Leuten habt ihr für immer vertrieben, oder was? Werte Jona, es ist Zeit. Wir müssen uns leider aufmachen. Oh, es tut mir leid, aber ich muss leider fort. Ach so, falls es dir nichts ausmacht, hätte ich noch eine weitere Bitte an dich. Könntest du nach deinem Treffen mit Prinz Sidon zu mir ins Krankenbad auf der Ebene über uns kommen? Krankenbad? Möglicherweise kann ich noch etwas für dich tun, Link. Okay. Die nächste Zora-Dame, die auf Hylianne abfährt. Gut. Sind wir für die eigentlich Furries, quasi? Immer noch wurde der Charakterübersicht hinzugefügt, okay. Zora, Prinzessin aus der Ferne. Herzensgute und mitfühlende junge Zora. Okay, in der Zeichnung sieht sie deutlich besser aus, muss ich sagen. Sieht irgendwie schelmisch und frech aus. Die selbst einer Königsfamilie jenseits der Grenzen von Hyrule angehört. Aha, okay. Es wird acknowledged, dass es quasi außerhalb von Hyrule auch noch andere Länder gibt und auch andere Stämme quasi. Dann frage ich mich gerade, was genau ist dann Hyrule überhaupt wert? Warum wird immer Hyrule angegriffen? Warum kann Ganon nicht einfach ins Land im Norden gehen? Aber gut, Jona und Sidon, der jüngere der beiden, was? Jona und Sidon, der jüngere der beiden, waren schon als Kinder miteinander befreundet. Ach so, Sidon ist jünger als sie, okay. Seitdem Jona wieder im Dorf der Zoras weilt, das von der Schlammkatastrophe arg mitgenommen wurde, hilft sie Sidon und den anderen Zoras vor Ort, so gut sie nur kann. Folgt Zoras. Okay, interessant. Ifumi. Bereits als Kind kam ich als Jonas Dienerin oft hierher. Doch solchen Schlamm sehe ich zum ersten Mal vom Himmel fallen. Einfach furchtbar. Ach, du wolltest mich etwas fragen. Ich sage dir gerne alles, was ich weiß. Wo ist Sidon? Wenn du von Sidon mit suchst, dann schau mal in Mifa Stätte, die vor kurzem errichtet wurde. Dort hat er zu arbeiten. Mifa Stätte befindet sich auf dem höchsten Berg, den es hier gibt, dem Donnerhorn. Der Weg dorthin kann beschwerlich sein. Sieh dich bitte gut vor, ja? Wolltest du sonst noch etwas wissen? Wo ist Jona? Jona befindet sich eine Ebene höher. Die wird jetzt als Krankenbad genutzt. Dort pflegen und heilen wir diejenigen, die der Schlamm angeschlagen und geschwächt hat. Achso, Link. Jona meinte vorhin, sie könnte dir vielleicht helfen, was sie wohl im Sinn hat. Ich werde selbst gleich hinauf zum Krankenbad gehen. Schau einfach mal vorbei, wenn du willst. Okay. Joa. Was für eine Drecksarbeit. Bist du Molden?
Du hast dich ja darum gekümmert, den Schlamm vorzuwaschen. Dank dir sind wir gerettet. Naja, jetzt bin ich an der Reihe, Lorbeeren einzuheimsen. Ich mache mich auf den Weg, um Wasserfrüchte zu besorgen. Bezorgen. Luna macht sich Sorgen um mich, aber Äußerlichkeiten können täuschen. Ich war früher als Lanzenmeister weiterhin bekannt. Nun ist es an der Zeit, der Welt zu zeigen, dass der Meister noch nicht rostig ist. Mein Rücken macht das mit, bestimmt. Hast du eine Drecksarbeit? Meine Güte, wenn wir nicht alles sauber kriegen, gelangt der Schlamm ins Wasser und verteilt sich überall. Und wer ist damit die. Was? Und wer sich damit die Kiemen verkleistert, wird schwer krank. Ich muss mir die größte Mühe geben, damit die Kinder im Dorf gesund bleiben. Sie sollen wohlbehütet so alt werden, dass sie anfangen, Zoo zu sagen. Zoo? Das ist nur ein Witz, weil die meisten Zoos, die über 100 Jahre alt sind, die Silbe so nicht aussprechen können. Ich dachte, das war ein Tick von alten Zoras, weil das damals so gemacht worden ist, aber okay. War wohl etwas schwer verständlich. Ich sollte das mit den Witzen vielleicht lassen. Ja, keine Ahnung. Ich habe da jetzt nicht wirklich einen Witz rauslesen. Die da hinten sieht aus wie Mifa irgendwie schon wieder. Okay. Ich meine, ich bin eigentlich nie ein Fan von Zoras Domäne. Von der Musik, aber die hier ist echt depressing as fuck. Uff. Jetzt immer wieder nett, wie Zora-Frauen einfach komplett oben ohne rumrennen hier. Und die haben keine Nippel anscheinend. Gut. Good to know. Aquana-Meme. Starting to. Ja, egal. Ich wusste nicht, wie ich den Satz jetzt beenden soll. Ich habe den ganz blöd angefangen. Aber es gibt ein sehr bekanntes Aquana-Meme für solche Sachen. Aber gut. Oh, Lin-Lin. Ich meine natürlich Link. Willkommen zurück, Kroda. Lin-Lin? Aha. Beeindruckend, dass du es bis hierher geschafft hast. Die Straßen sind durch den Schlamm ganz matschig. Der Fluss ist so schmutzig, dass wir da nicht schwimmen können. Du bist echt toll, Link. Puh, nein, das fühlt sich einfach falsch an. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich dürfte den Ritter unseres Dorfes nicht mit dem Spitznamen aus unserer Kindheit rufen. Wir kennen uns aus der Vergangenheit, okay. Aber für mich bist du und bleibst du einfach Lin-Lin. Ich hoffe, als alte Freundin darf ich mir das rausnehmen. Ich kenne dich nicht. Jedenfalls gut, dass du es in dieser Notlage sicher zu uns geschafft hast. Es ist schön, dich wieder zu sehen, Lin-Lin. Weißt du was? Wo du schon einmal hier bist, musst du dich einfach bei uns ausruhen. Wie du siehst, hättest du das Gasthaus ganz für dich allein und das Wasserbett ist einfach himmlisch. Darf ich das for free hier sogar? Okay. Oh, ein Lyanna, wie du hast es bis in unser Dorf geschafft. Ah, Fine. Wo habe ich den Namen Fine gerade schon mal gelesen? Bei dem Buch, glaube ich. Ja, unten am Eingang. Anfang der letzten Aufnahme. Aber du bist ja auch ein Sonderfall, Link. Mein julianischer Kumpel Sasan wird es da schwerer haben. Aha. Wieso kennen die mich alle? Also, erst kennen sie mich alle nicht und jetzt kennen sie mich doch wieder alle. What the fuck? Verarsch mich nicht. Muss ich zahlen? Ich muss wahrscheinlich zahlen, oder? Link, schön dich zu sehen. Aufgrund des Schlammes bekommen kaum noch Gäste. Das ist ein riesengroßes Problem für uns. Und ich weiß nicht, wo Sasan abgeblieben ist, der Kumpel meiner Tochter. Ich hoffe nur, er ist nicht irgendwo im Schlamm versunken. Ahem, zurück zum Geschäftlichen. Guten Morgen. Genießen Sie einen Schlaf tiefer als der Ozean. Im Zora-Gasthaus Fischkämmerlein. Möchten Sie übernachten? Also, ja, normales Bett 20 Rubine. Weil nach dem Wasserbett der Glückseligkeit berechnen wir 50. Glückseligkeit? Beim Wasserbett der Glückseligkeit handelt es sich um ein Bett, das sozusagen mit Wasser ausgepolstert ist. Man fühlt sich dann wie in den Armen des sorgenden Ozeans, dessen Wasser den Schlafenden sanft umhüllt. Bei einem Besuch hat Prinzessin Zelda von Hyrule dran genächtigt und sprach uns danach ein Kompliment aus. Möchten Sie nun also in diesem Wasserbett ruhen, das sogar den Ansprüchen einer Prinzessin genügt? Naja, natürlich. Wir haben rund um die Uhr geöffnet, kommen Sie gerne wieder. Das ist ein Problem, dass ihr rund um die Uhr geöffnet habt, aber okay. Wenn ihr nicht schlafen müsst, dann ist es halt so. Warte mal, wo war jetzt eigentlich dann hier der. Ach so, hier unten war. Ja. So ein großes leeres Becken mit Wasser gefüllt. Ein großer leerer Raum. Na, was hier mal irgendwie vor einer Weile noch stand. Fairerweise, der Schrein, der Shika, der hier stand, der ist so ein bisschen verwirrend, warum der mittendrin hier gebaut ist und dass sich keiner drüber gewundert hat und wie auch immer der vorher verstaut worden wurde, ja, verstaut worden war. Aber okay. Schlamm die Damm.
Ja. Keine Ahnung, ist jetzt ja ein Planschbecken oder so. Marott. Oh, ein Kunde. Willkommen im Marottmarkt. Ich werde dir alle unsere Dienstleistungen erklären. Da wären zuerst einmal der Krämerladen, Korallenriff, er hat sogar in der jetzigen Situation geöffnet. Und dann gibt es noch unsere Schmiede, Hammerhai, unser ganzer Stolz, der ist im Moment geschlossen. Und zu guter Letzt hätten wir dort noch die Bibliothek, wo Amol alte Schriften entziffert. Das ist neu. Nicht falsch verstehen, sie hat nichts zu verkaufen oder so, sondern ist königliche Sekretärin. Und was machst du? Ich zeige den Kunden alles, was der Marottmarkt zu bieten hat. Aber wegen des Schlamms kommt niemand mehr zu uns. In letzter Zeit reisen meine Gedanken immer nur um den Schlamm. Also habe ich ein Lied über den Schlamm geschrieben. Willst du es mal hören? Das hören. Dann hört bitte zu. Text geschrieben von Marot, Musik geschrieben von Marot, gesungen von richtig, mir Marot. Schlamm di da, Schlamm bedeckt das Dorf, überall richtig dick und patschig. Kiemen schlammig, Flossen matschig. Selbst der Text versinkt im Schlamm, da hilft uns auch kein Schwamm. Prima, jetzt wo du mein Lied gehört hast, geht es mir besser. Oh, und dir geht es dafür schlechter. Das täte mir leid. Ja. Ich will deinen Shop aufkaufen. Da 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 da. Ja, gib alles her, was du hast. Okay, was? Er hat. Wieso ist mein Handy auf? Nicht stumm. Okay, I don't care. Wieder auf stumm. Danke für deinen Einkauf. Bitte bla bla bla. Umgucken. Brotpfeilchen. Wieso habe ich davon eigentlich so wenig? Warum habe ich die nicht vervielfältigt? Kann man die vervielfältigen? Okay, was ist da? Okay, die kannst du halten. Davon habe ich genug. Guten Morgen. Wie kann ich helfen? Kleff. Kleff mal eine Runde, Kleff. Ha. Was gibt's hier? Frisch, Fisch, frischer als frisch gefischt. Das ist das Motto des Kämmerlands Korallenriff. Ich kann dir nicht sagen, wann wir den Fisch wieder anbieten können. Ach, es tut mir sehr leid. Darf es noch etwas sein? Okay, wie läuft der Laden? Nun, im Grunde geht es, da ich mit dem Leben davongekommen bin, trotz dieses Irrsinns mit dem Schlamm. Aber alle Wasserfrüchte, die wir hatten, wurden dabei verbraucht. Im Moment kann ich also nicht die beste Auswahl anbieten, aber ich gebe alles, mir meine gute Laune zu erhalten. Darf es noch etwas sein? Wiedersehen. Bitte wäre mich bald wieder, ja. Ich höre doch Schritte. Kennen wir uns nicht? Dento? Ist das der Typ von Mifa? Ja, kann sein. Einer der Alten war es auf jeden Fall. Ich grüße dich, Link. Sag, konntest du bereits mit Jona sprechen? Sie versucht derzeit mit allem Eifer die Zoa-Rüstung zu parieren, die du einst trugst. Wir haben die hier gelassen, weil die kaputt gegangen ist? Oh mein Gott. Die Zoa-Rüstung würde auch dir als Lyanna gestatten, Wasserfälle zu erklimmen, wie wir Zora. Du würdest dir ungemein erleichtern, diese Gegend nach Belieben zu erkunden. Vielleicht solltest du mal das Krankenbad besuchen und schauen, ob du dort nicht irgendwo Jona findest. Okay. Nice. Dieses Dokument sieht so aus, als wäre es relativ neu, zumindest nicht alt genug für meine Zwecke. Ich muss mir ältere Texte ansehen, wenn ich etwas über dieses Himmelsland erfahren will, nach dem Prinzidon sucht. Okay, die ignoriert mich komplett. Alter, diese Musik macht mich kirre. Das ist ja. Wow. Irgendwie. Die Musik hat's in sich. Das kann man sich echt nicht lang geben. Prinzidon. Tulla. Ach. Tulla, Tulla. Die Waffe von Wanderer, also Scaramouche in Genshin, aber okay. Ach, ich muss immer zu seufzen. Ich kann nicht anders. Seit Ewigkeiten starre ich den Thronsaal an. Ich meine, beschütze ich den Thronsaal. Aber ich habe Sidon lange nicht gesehen. Ich weiß, dass er an Mifas Stätte Wichtiges zu tun hat, aber. Oh, es wäre mir sogar egal, durch Schlamm warten zu müssen, wenn ich ihn dafür nur eine Sekunde sehen könnte. Okay. Hi. Ah, hallo du. Bist du gekommen, Prinz Sidon zu sehen? Um Prinz Sidon zu sehen? Falls du auf der Suche nach Prinz Sidon bist, er sollte an Mifa-Stätte sein. Letogan. Irgendeine Region in Tri Princess hieß ähnlich. Ne, es war Latoan. Aber gut. Die Aussicht dort ist so toll, dass ich am liebsten niemandem davon erzählen will. Huch, habe ich aber gerade. Naja. Oh, meine Statue. Stand die hier damals auch schon? Nee. Die war damals woanders, oder? Hier bitte Herzen. Muss damals woanders gewesen sein. Aber gut, ich kümmere nebenbei mal kurz so ein Jaffa Cake, oder wie auch immer die heißen. Halt diese coolen Kekse mit Zitronengelee. Nee, Orangengelee. Oder irgendein anderes Gelee und Schokolade und drauf. Hin und wieder sind die echt geil, aber man darf nicht zu viel davon essen. Sonst hängt die einem zum Hals raus.
Bringe der Welt den Frieden zurück. Ja. Eigentlich dumm, wenn ich jetzt gerade mit den ganzen Leuten hier reden muss, aber naja. Uah, einfach fürchterlich. Bist du eine Frau? Ja. Ich hätte auf Patrouille gerne alle Sinne beisammen, aber dieser Schlamm in meinen Kiemen macht mir zu schaffen. Wenigstens macht es mir etwas Mut, dass die Statue der Hoffnung des Dorfes wieder sauber ist. Das ist wie das Licht am Ende des Tunnels. Kann ich dir einfach eine Wasserfrucht entgegenwerfen und du bist dann wieder gesund? Du bist dreckig und kaputt, das sehe ich. Was ist, wenn ich... Moment. Was ist, wenn ich so ein Ding nehme? Hydranten. Und dann dich damit nass mache. Hör auf. Okay, du magst es nicht. Ich dachte, ihr mögt das. Egal. Hallo, Iliana. Schön, dich so früh schon zu sehen. Wie ich hörte, möchtest du dir unser Dorf ansehen? Dann solltest du am besten mit König Dorefan sprechen, aber er untersucht gerade die Sache mit dem Schlamm. Keine Ahnung, wann er wieder hier sein wird. Der kann sich bewegen. Stattdessen könntest du dich mit Jona unterhalten. Sie ist halt hinten im Krankenbad. Sie behandelt dort alle, die durch den Schlamm in Mitleidenschaft gezogen wurden. Okay. Wo auch immer dieses Bad ist. Müsste nicht mittlerweile irgendwo mal hier dieser Croc sein? Wo ist denn der? Ich jetzt gesagt, hier irgendwo eigentlich. Hier ist straight durch die Mitte irgendwie nach oben. Zack, mal gucken. Das war keine Plattform, aber was soll's. Vielleicht ist oben drüber ja irgendwas. Nö, auch nicht. Wieso kann ich nur geduckt laufen? Okay. So, ist hier noch irgendwas? Ja, hier sind noch zigtausend Zoras außenrum. Zu langsam. Segron. Kia! Zu langsam. Das dauert zu lange. Was dauert lange? Ein Bericht über das Ergebnis. Das macht er nur. Auf der anderen Seite des Wasserfalls gibt es einen kleinen See, den Totosee. Die Klippen an seinem Ufer sind während des Kataklysmus herabgestürzt. Und man stelle sich das vor, es kam eine alte Ruine zum Vorschein. Ich bin froh, dass sich Prinzidon den Gelehrten Yato beauftragt hat, die Sache zu untersuchen. Aber der ist so damit beschäftigt, seine Flossen in die Ruinen zu stecken, dass er uns keinen Bericht schickt. Ich verstehe ja, dass Gelehrte denken, ihre Arbeit sei zu ihrem Vergnügen da, aber manchmal ist das äußerst lästig. Ach, tut mir leid, es bringt nichts mehr, dir davon zu erzählen. Ach, Yato ist wirklich ein Problem. Okay. Ja, da ist das Bad. Unterm Thronsaal. Joa, und hier sind die Kinder. Beim saubersten Wasser quasi. Laruta. Ruta. Ruto. Baruta, Laruta, okay. Tembo, du kannst das voll gut. Klingst total nach König Doro fahren. Boah, oder stopp, was? Vielleicht noch ein Huo statt Hua? Ganz schön knifflig irgendwie. Mein Bruder tut nichts lieber als König Dorofan zu spielen. Ich will mal hoffen, dass er dabei nicht mal was ausplappert, das er besser für sich behalten hätte. Wow, das war mein König Dorofan lachen. Klang genau wie er. Die Leute denken bestimmt, er ist schon zurückgekehrt. Was los ist? Also kurz gesagt, ha, ich bin lieber still. Ist ein großes Zora-Geheimnis. So, okay, ist hier irgendwo in der Decke irgendwas? Okay, er sitzt echt im Wasser quasi. Ich meine, stelle ich mir ganz geil vor, so ein Sitzbad halt, also warum nicht? Fairerweise sehe ich aber hier nirgendwo sonst irgendwas Fock-mäßiges. Das gefällt mir nicht. Jetzt bin ich gleich schon eine halbe Stunde hier im Dorf unterwegs und ich habe keine Quests quasi gemacht, mehr oder weniger. Nur mit den Leuten geredet, aber schon mal gut. Schon mal eine Sache zumindest geschafft. Hi. Pinor. Wenn der Schlamm endlich versiegen würde. Mir geht es schon viel besser als gestern. Alles nur dank Jona. Ist da Wasser drinne? Wahrscheinlich. Was war das hier für ein Ding?
Lehren der Zoras, Zusatz 2, meine große Aufgabe. Als abschließender Kommentar niedergeschrieben von Sidon, Prinz der Zoras. Mir, Sidon, wurden die ehrenvolle Aufgabe übertragen, die verwitterten Zora-Gedenksteine neu zu gestalten. Unten das Dorf der Zoras gibt es 11 dieser Steine und ihr, werter Leser, steht gerade vor einem davon. Eine Neugestaltung der Steine bedeutet, dass die Worte meines Vaters, des Königs Dorophan, verschwinden. Einige rümpften die Nase, dass ein Jungspund wie ich nun die ehrwürdigen Worte meines Vaters auslösche. Doch es war ja niemand anders als König Dorophan selbst, der mir den Auftrag dazu gab. Mein Vater betonte stets, dass meine Abstammung von ihm nicht zwangsläufig bedeutet, dass ich ihm nachfolgen könne. Aber ob ich zum königlichen Wein geeignet bin, kann man schlecht den Himmel fragen, nur das Volk. So hieß er mich denn, meinen innersten Gefühlen und Überzeugungen für alle sichtbar auf diesen Steinen zu offenbaren. Gehorsam habe ich nun die 11 Steine beschriftet. Der Rat meines Vaters half mir und über meine Unsicherheiten hinweg. Ich weiß nicht, wie viele Leser diese Worte finden werden, aber ich hoffe, sie vermitteln ein Bild meiner Gedankenwelt. Bis in vielen 100 Jahren mein Nachfolger sie überschreibt, mögen meine Gedanken jedermann offenbar sein. Aha. Okay. Eines noch, also. Ja, erst mit euch reden. Bah, der Schlamm, ich kann nichts tun. Das Wasser hier sieht auch nicht gerade sauber aus. Tut mir leid, ich kann nicht. Seitdem ich den Schlamm berührt habe, geht es mir nicht so gut. Ah, Mifas Heilkräfte stecken auch in den beiden. Dieser Schlamm ist einfach eklig. Die Arbeit hier im Krankenbad hat Juno uns viel näher mit all den Zora zusammengebracht, die hier wohnen. Es sind betrübliche Umstände, die ihr nun so unvermittelt die Leitung des ganzen Dorfes aufgebürdet haben. Doch es macht mich froh, dass Juno von allen so liebevoll akzeptiert wird. Schließlich soll sie ja den Prinzen höchstpersönlich heiraten, da ist so etwas unheimlich wichtig. Puh, dieser Schlamm sitzt so fest. Wenn es dem Patienten doch nur bald wieder besser gehen würde. Werte Jona, Link möchte mit euch sprechen. Sorry fürs Unterbrechen. Oh Link, da bist du ja. Ich hatte ja angedeutet, dass ich vielleicht noch etwas für dich tun kann. Es geht um deine Zora-Rüstung, die du hier im Dorf zur Reparatur abgegeben hattest. Sie ist fast wieder wie neu. Nur eine Kleinigkeit fehlt im Moment noch, um die Reparatur abzuschließen. Ich brauche die Schuppen eines Fisches namens Uralter Arowana. Den es erst seit diesem Spiel gibt, den eigentlich schon Mifa nicht haben hätte können, aber egal. Leider ist er in letzter Zeit sehr rar geworden. Ich hatte keine Ahnung, wo man noch ein Exemplar finden könnte. Die Schuppen sind ein gängiges Material für Rüstung, also kann dir der Schmied Dento vielleicht weiterhelfen. Du hast uns die Rüstung anvertraut und nun benötigen wir zur Reparatur doch deine Hilfe. Das ist mir schon peinlich. Aber wenn du mir einen uralten Arowana besorgst, ist deine Rüstung nur fertig versprochen. Mit der Zora-Rüstung könntest selbst du als Hyjana Wasserfall hinaufschwimmen. Diese Fähigkeit wäre dir auf deiner Reise sicher von riesigem Nutzen, stimmt's? Reparatur der Zora-Rüstung. Hauptziele. Aber das ist es einfach ein echter uralter Arowana? Sei bloß, du hast bereits einen fangen können. Hier, bitteschön. Ein uralter Arowana. Ich bin ja so froh. Mit diesem Fisch kann ich deine Zora-Rüstung endlich vollenden. Warte bitte kurz, ich muss zu meinem Werkzeug. Wird überhaupt nicht lange dauern. Nebenbei verreckt die andere Zora-Dame da im Wasser, aber okay. Bitte sehr, Wasser taugt dich irgendwie neu. Einwandfrei repariert. Achso, ich krieg nur den Brustpanzer wieder. Okay, ja gut, den hat Mifa halt hergestellt. Schwimmtempo ab. Yay. Von der verschiedenen Zora-Prinzessin gefertigt. Ermöglicht es auch, Juliana am Wasserfall hochzuschwimmen. Verschiedenen? Dahingeschiedenen? Ja, egal. Bitteschön, nimm. Und unser aller Segen für deine künftigen Taten begleite dich. Ich bin wirklich glücklich, dass mir die Reparatur gut gelungen ist. Die Rüstung ist wahrhaftig ein Schatz sondergleichen. Die Zora-Rüstung statt es Julianern wie dir Wasserfälle zu erklimmen. Natürlich weißt du das bereits selbst. Mögen dir ihre Kräfte auf deiner Suche nach ihrer Hoheit, Prinzessin Zelda, von Nutzen sein. Einen Schlammwasserfall kann man leider nicht hinaufschwimmen. Diesen Wasserfall konntest du mit deinen Fähigkeiten aber hochschwimmen können. Link, auch wenn er etwas trüb ist. Ich hoffe, dass dir die Rüstung bei der Suche nach Prinzessin Zelda helfen kann. Jo, okay. Gut, das heißt, mein nächster Weg ist jetzt eigentlich nach oben Richtung Sidon. Ich könnte jetzt die Rüstung anlegen und voll hier geil im Wasserfall hochschwimmen. Ich kann aber auch einfach sagen, fuck it, und ich baue mir einfach ein Fahrzeug. Hab ja genug Material. Dup-di-dup-di-dup-di-du. Dup-di-dup-di-du.
Pass doch auf. Ja, sorry. Bist du pink? Oh mein Gott. Phasra. Ah, du bist es. Einfach unglaublich, wie du die Statue vom Schlammbein gewaschen hast. Sollten deine Kiemen. Nein, du bist ein Vianer und verwendest deine Nase, oder? Egal. Es sollte irgendwas bei dir verstopft sein. Wasch dich einfach in dem klaren Wasser des Wasserfalls dort. So alt bist du noch nicht. Warum hast du schon den Sprachfehler? Es dürfte nicht überraschen, dass dies das Wasser ist, das Prinz Sidon bei Mifashtet flussaufwärts gereinigt hat. Wenn man bedenkt, wie eigensinnig Prinz Sidon sein konnte und wie besonnen er nun mit dem Schlamm umgeht, man sagt nicht umsonst, dass schnelle Wasser starke Fische hervorbringen. Okay. Ja. Boah. Ja, komm, wenn ich jetzt eh hier gerade rumfliege, dann kann ich auch den Zoroller mitnehmen. Was war das? Keine Ahnung. Wow. Das nenne ich mal hart gelandet. Ja, ich hätte jetzt auch ein Wasserding nehmen können. Ist der Zora hier drunter oder ist er ganz unten? Okay, ist jetzt echt ganz unten irgendwo. Oder ist er doch noch hier? Östlicher Stausee. Ja, nö, hier ist er nicht. Ist er unten drunter? Ah, da ist er. Okay. Auch wenn ich das mit dem Wasser irgendwie hätte cooler gefunden, wenn das mal darunter gewesen wäre. Wäre mal was anderes gewesen. Achso, ich stehe im Schlamm. Scheiße. Gut, und dann. Oh Gott, schaffe ich das hier nach oben? Oh Gott. Das ist haarscharf. Oh Gott. Also ich rate, ich muss von unten da durch. Okay, da ist eine Höhle, ja. Ich sehe jetzt aber nicht, wo hier der Krog ist. Da ist auch eine Höhle. Ich kann eigentlich jetzt nur raten, was hier der Krog ist. Ich würde sagen, von unten durch die Decke. Oder der Baum. Okay, hier schon mal nicht. Ah, hier ist eine Blume. Oh, wirklich? Ihr wisst ganz genau, wie ihr Leute abnerven könnt mit solchen Sachen. Aber gut. Das hat sich jetzt leider noch einigermaßen human erledigen lassen. Ohne Schnickschnack. So, wo ist mein? Da ist mein Hoverbike. Gut. Und dann kann ich eigentlich jetzt straight hier hoch. Ja. Bleiben wir mal so ein bisschen auf dem Weg, aber. Du. Von dir will ich nichts. Offiziell soll ich mit dem Wasserfall halt hochschwimmen, aber was soll's? Ist die Höhle. Ach nee, da ist die Höhle. Hätte ja sagen können, dass es ein Wasserfall ist, aber muss nicht. Lass ich raten, die beiden sind verbunden irgendwie. Das könnte jetzt sehr schnell gehen mit dem hier. Uff. Quasi zwei Hits. Also sechs Hits halt. Wegen Dreifachschuss, aber trotzdem. Das war interessant. Und ich meine, wenn der schon hier so rumsitzt, warum nicht mitnehmen? Zack. Achso, da wäre der eigentliche. Ja, gut, okay, das wäre der eigentliche Weg, den man gehen könnte zu Fuß. Und jetzt bin ich hier quasi. Und hier ist ein Wasserfall und hier ist der normale Weg. Okay. Also, der Questweg ist der gleiche wie damals schon. Zum Donnerhorn hoch.
Bevor ich mit einem von euch irgendwas mache, ich mache den Schreinbein ganz schnell. Dann habe ich den hinter mir. Ach so, oben müssten auch noch zwei sein im Tempel eigentlich, oder? Könnte das sein? Könnte sein. Ach ja. Und warum tut man nicht zu Hause mein rechtes Knie immer so weh? Das war vorhin im Büro den ganzen Tag nicht so. Ich sitze echt im Büro bequemer anscheinend. Ist ja übel. In der Schwebe. Okay. Ja, Schwebesteine, wie ich sehe. Kann ich nicht einfach so. Nein, und so machen. Ja, kann ich. Ich muss ihn nicht mitnehmen, aber ich nehme ihn jetzt einfach mit. Wird ja nicht schaden, den mitzunehmen. Ach so. Ich sehe, was ich machen soll. Aber ich mache das auf meine Art und Weise. Wow, das war knapp. Aber egal, passt schon. Und gleich brauche ich diese Latte irgendwo hier für irgendwas. Uff. Okay, nee, da ist. Wieso sind die Dinger hier? Achso, wieder rüber. Ah, um wieder zurückzukommen, falls man zerkackt hat. Okay. Aber das sollte auch so funktionieren, oder? Sehe ich irgendwo gerade eine Kiste? Nö. Geht auch so. Ich lache, wenn ich gleich echt noch die Latte brauche. Also, das Gitter. Ist ja nicht wirklich eine Latte. Zack. Verlassen. Und hier oben drauf ist rein gar nichts. Gut. Oh. So. Ah. Okay. Verstehe. So. Ah, und da ist meine Kiste, die ich die ganze Zeit schon suche. Zack. Hoffentlich einfach nur ein Edelstein oder so, dann kann ich mich direkt mitnehmen. Und muss nicht erst gucken, was ich wegwerfe. Oder Holzpfeile, die nehme ich auch. Die nehme ich auch. Kann ich nicht einfach jetzt das gleiche nochmal machen? So. Hopp. So. Ja. Ideen sind nett, aber die sind echt relativ einfach. Ja gut, es gab auch nie wirklich schwere Zelda-Rätsel eigentlich. Nicht so wirklich. Verdammt. Jetzt haben wir schon 40 Minuten in quasi in der Aufnahme. Und 12 Uhr. Und ja, möge das Ding sich die Kraft schenken. Ich bin halt nicht mal wirklich angefangen. Oder? Ja, ich überlege gerade, oder mache ich mir heute Abend noch einen ruhigen Abend und kümmere mich um Dingens. Andere Sachen. Der ganze das Ding gehört wahrscheinlich dazu. Und das hier über mir.
Ja, ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ich mache hier morgen weiter. Ich muss mich ja nicht hetzen jetzt. Ist ja noch nichts Großartiges getriggert mit Sidon selber. Dann. Sei ich seinem Vater irgendwo hier? Nö. Ah, da ist Mifas Statue jetzt hin. Okay. Ja, stell mich mal hier hin. Dann, ja, das war eine kurze Aufnahme, aber was soll's. Haben wir 12 Uhr, ist ja die Frage. Sonntag habe ich definitiv genug Zeit. Also entweder mache ich jetzt noch was ganz anderes oder. Ja, das. Nee, das lohnt sich nicht. Nee, das lohnt sich nicht. Weil ich ja eh schon duschen war. Heute Mittag. Das lohnt sich vor morgen nicht. Überleg gerade. Eventuell nehme ich noch Genshin jetzt kurz auf. Das Event. Dann brauche ich das am Wochenende nicht mehr machen. Habe ich jetzt gespeichert? Keine Ahnung. Außerdem möchte Amy raus. Die liegt schon wieder vor der Zimmertür. Das heißt, sie würde jetzt eh gleich penetrant nerven. Ich glaube, darum kümmere ich mich jetzt um Genshin. Dann schaffe ich das auch noch vielleicht heute Abend fertig. Ist nur ein Kampfevent noch. Dann müsste ich durch sein für heute. Für diesen Patch. Und ich habe gesehen, 3.8 ist wieder ein Kack-Patch. Das ist wieder einer der Patches, die sagen. Ja, also eigentlich ist es kein Kack-Patch, weil eigentlich, ich will ihn ja sowieso spielen. Und es scheint auch normal zu sein. Aber es ist ein Event-Patch, dass man wieder streamen kann für Primus. Und ich weiß nicht, ob ich das möchte. Das war beim letzten Mal in 3.5 oder 3.4. Ich weiß es gerade nicht mehr. Das war da schon sehr aufwendig. 30 Stunden zusammen zu bekommen. Und ja. Ich glaube nicht, dass das Event wirklich. Wobei es ist halt ein Event mit leichtem Erkunden, glaube ich. Das könnte schon hinhauen. Das letzte Mal war aber auch mit Erkunden. Also zumindest 12 Stunden für 350 Primos kriege ich hin. Plus 3 Stunden pro Woche, 9 Stunden insgesamt quasi. Das sind nochmal 150. Also. Ich könnte 500 Primus rausholen. Maximal würde ich halt rausholen können 950. 450 Primus, das ist ein Wochenevent in Game. Das sind. Ja, was sind das? 160 sind ein Wisch, 320 sind zwei. Das sind 2,5 Wishes. Ich habe irgendwie 300 oder so übrig noch. Das heißt, es lohnt sich nicht, dafür wirklich mit den Aufwand zu betreiben, zu streamen. Vielleicht kleinere Sachen kann ich vielleicht streamen. Die Hangout-Events oder so. Ich meine, ich wollte sowieso wieder dann streamen nach Zelda. Das letzte Event müsste ich halt bis nach Zelda dann aufschieben. Oder ich müsste einen Tag Zelda, einen Tag Genshin. Aber je näher ich jetzt dem Finale komme, desto unwahrscheinlicher wird es, dass ich es aufschiebe. Ich will eigentlich bis nächsten Wochenende durch sein mit Zelda. Sollte eigentlich machbar sein. Lass das Hebra-Gebirge noch 5 Stunden sein. Ach, Hebra, was habe ich mit Hebra? Das Gerudo-Gebirge 5 Stunden, ja nicht mal, 4 Stunden. Der Untergrund nochmal 3 Stunden. Die Quest 2 Stunden. Also ich könnte dieses Wochenende mit den, ja, mit sowas werde ich definitiv morgen fertig. Wenn nicht sogar dann mit dem Gerudo-Gebirge sogar noch. Dann könnte ich den Untergrund machen und dann könnte ich die Gerudo-Wüste machen. Und danach ist eigentlich nur noch Hauptquest weiterspielen. Wenn da nicht mehr so viel kommt, hoffentlich. Also doch, eigentlich hoffentlich kommt da schon noch was, weil. Ja, wäre halt nett, wenn Content da wäre. Aber muss nicht. Aber gut, wir haben es jetzt 12 Uhr. Ich sag jetzt ciao und ja, sag bis dann und morgen geht's dann bei den Zoras weiter. Wuhu.